Und jetzt viel Spaß mit dem Neuesten von den Lilien. Präsentiert von Krombacher. Gute zusammen, Länderspielpause vorbei. Am Ostersonntag gastieren wir beim VfL Bochum. Anpfiff 19.30 Uhr. Bislang haben wir 1.600 Tickets verkauft für das Spiel. Es wird vor Ort eine Tageskasse geben, sowohl Steh- als auch Sitzplätze, allerdings nur Barzahlung möglich. Und dann, fast revolutionär, der Zettel heute bei mir, nicht bei Thorsten. Deswegen das Personal direkt zum Anfang. Es fehlen auf jeden Fall Fraser Hornby, Marvin Melem, Fabian Nürnberger, Fabio Torsiello, der hat einen kleinen Muskelfaserriss, und Bartol Franjic, der ist gesperrt. Große Fragezeichen hinter Fabian Holland, Adduktoren, und Luca Pfeiffer, der ist krank. Kleine Fragezeichen hinter Klaus Jasula, ebenfalls mit Adduktorenproblemen. Und zudem wieder volle Mannschaftstraining Matze Bader und Clemens Riedel. Alle weiteren Fragen dann gerne an unseren Cheftrainer Thorsten Lieberknecht. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Hast super gemacht. Und wer will denn beginnen? Stefan Köhnlein für Kicker und Lilienblock. Thorsten, das ist ja wirklich ganz, ganz ungewohnt, dass wir dich nicht als erstes nach dem Personal fragen können. Ja, wir haben gedacht, wir wollen mal überraschen heute. Ja, das ist doch cool. Und wie, zieh doch mal kurz eine kurze Bilanz von den letzten anderthalb Wochen ungefähr, Länderspielpause. Wie habt ihr sie genutzt? Internes Testspiel. Was habt ihr gelernt und wie fit oder wie positiv geht ihr in die Wochen der Wahrheit? Wirklich sehr positiv. Und wenn du mich jetzt ansprichst über die letzten anderthalb Wochen. Ich finde, wir haben die wirklich sehr, sehr gut nutzen können und auch genutzt, um Spieler, die eben länger in Verletzungssituationen waren, wieder zuzuführen, ranzuführen, einzuarbeiten. Ich glaube, dass die Jungs, das muss ich wirklich sagen, die haben top gearbeitet. Die haben einfach auch nochmal alles in die Waagschale geworfen, diesen anderthalb Wochen sich für diesen Endspurt so vorzubereiten, dass wir gerade was im physischen Bereich und dann geht auch eingehend der psychische Bereich auch, wenn du dich richtig gut fühlst und fit fühlst, haben wir wirklich die Tage wirklich top genutzt mit einem vernünftigen internen Testspiel. Ich wollte unbedingt am Freitag spielen, das ist dann mittlerweile ein bisschen schwieriger. Ich hätte gern gegen externen Gegner schon gespielt, aber dadurch, dass alle eben verlängerte Wochenende und machen wollten, war es schwieriger für den Freitag einen Gegner zu finden. Auf der anderen Seite haben wir es eben so gemacht, wie wir es oft gemacht haben, wir haben intern gespielt, 90 Minuten, einige Jungs, wie gesagt, haben dann auch die Trainingstage davor gespürt. Also wir sind sehr, sehr optimistisch. Erstmal so im Rückblick einfach zu sehen, dass wir diese Tage wirklich sehr, sehr gut genutzt haben und die Jungs dann auch nochmal mit einer längeren Trainingswoche, angefangen mit dem Montag und Dienstag, auch nochmal kurz gekitzelt, um gestern mal kurz durchzuschnaufen und jetzt heute, mit dem heutigen Tag beginnend, Bochum in drei Trainingseinheiten intensiv zu analysieren und Donnerstag, Freitag, Samstag. Genau, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ist das Spiel, 19.30 Uhr, um sie da eben ganz gezielt auf Bochum nochmal vorzubereiten. Gerne Michael Maxen für FFH, dann Sven Litzenberg für den HR. Wer ja eben bei den Spielern nicht dabei war, war Braden Menou. Kannst du mal sagen, wie weit er ist? Welcher Faktor wird er sein jetzt in den nächsten Spielen oder jetzt auch schon gegen Bochum? Er ist deshalb nicht aufgezählt worden, weil er weitere Trainingseinheiten, Trainingswochen jetzt hinter sich gebracht hat. Hat sich sehr präsent gezeigt, sehr motiviert und wichtig ist, dass wir jetzt mit ihm eine weitere Option haben. Dementsprechend, glaube ich, wird er noch seine Wichtigkeit zeigen, so wie jeder Spieler auch, der jetzt momentan vielleicht auch noch verletzt ist, weil wir neben den 8 Spielen, die wir haben, 10 haben wollen, definitiv, und von daher brauchen wir da jeden. Hat sich erübrigt, aber dafür die andere Frage, und zwar ist das Sonntagabend das Spiel. Das heißt also, ihr setzt den Schlusspunkt hinter diesen Spieltag. Ist das ein Vor- oder Nachteil, wenn man sieht, wie die anderen so unterwegs waren? Das können wir dann sagen, wenn der Anpfiff ist, wie es aussieht. Fakt ist jetzt, wir haben
ja, unsere eigene Agenda. Die eigene Agenda heißt, dass wir jetzt in der Situation, wo wir sind, mit diesen letzten Spielen, einfach wissen, wir brauchen Punkte. Wie dann der Spieltag sich zeigt, das werden wir sehen. Wir wollen auf jeden Fall mit Punkten zurückfahren. Und am besten mit 3. Das ist das, was wir anstreben. Und das ist unsere eigene Agenda, ohne den Blick jetzt auf die anderen Mannschaften zu sehr zu setzen, auch wenn man dann sicherlich auch mal hinguckt an dem Tag, wie es ausgeht. Grundsätzlich ist es, glaube ich, schöner, um 19.30 Uhr an der Kastrupper Straße zu spielen, weil das einfach mit das stimmungsvollste Stadion und Publikum sein wird. Und wenn es dann in der Flutlicht noch passiert, macht es mit Sicherheit. Es ist sehr reizvoll. Ob es Spaß macht, das werden wir sehen. Dafür sind wir verantwortlich. Aber das ist natürlich super reizvoll und ist eine super Ansetzung, was die Zeit angeht. Michael hatte, glaube ich, noch eine Nachfrage. Dann Stefan. Es ist ja nicht nur für euch ein sehr wichtiges Spiel, sondern für Bochum auch. Die haben ja die letzten 4 Spiele, glaube ich, verloren auch und sind jetzt auch unten mit drin. Was für eine Atmosphäre, welche Emotionen erwartest du da? Du hast ja eben schon ein bisschen Stimmung, Stadion, Flutlicht, aber was glaubst du, kommt auch von Bochumer Seite atmosphärenmäßig da auf euch zu in dem Spiel? Naja gut, ich habe es ja schon, glaube ich, irgendwann mal in der PK hier mal gesagt, in Bezug auf unser Stadion und so und was Bochum in den letzten Jahren eben halt auch geleistet hat als Gesamtes. Das war dann eben halt auch immer so, dass du gemerkt hast, da ist ein Publikum da, was seine Mannschaft eben anpeitscht, emotional pusht und eine hitzige Atmosphäre dadurch entstehen kann. Und wir haben das jetzt hier bei uns, glaube ich, beim letzten Spiel war es eben halt auch wichtig, dass wir da auch wieder so ein Gefühl haben für das, was auch kommt. Aber das wird so sein. Also da geht es um sehr, sehr viel für beide Mannschaften, für Bochum wie für uns. Jeder will eine Serie beenden, will dann auch eine Serie starten. Also von daher wird es mit Sicherheit ein hitziges, aber ein Spiel wirklich, wo ich sage, okay, das macht eigentlich Spaß, sich darauf vorzubereiten, weil man weiß, was man mit Sicherheit bekommt dort. Dann jetzt Stefan. Ich habe noch ein paar Personalfragen. Das erste, Oskar Wilhelmsson hat ja jetzt die Länderspielpause auch ganz gut genutzt, hat er keine Länderspielpause. Die letzten Male ist er, wenn er irgendwie so gerade man das Gefühl hat, dass er in den Flow kommt, hat er sich verletzt oder ist krank geworden. Wie geht's ihm im Moment? Ist er schon wieder da und ist er heil zurück? Ja, er ist gut zurückgekommen, hat gestern die ersten regenerativen Maßnahmen durchgeführt, gestern Abend, wird heute auch nur regenerativ trainieren. Stand jetzt habe ich nichts Negatives gehört, in der Hoffnung, dass es so bleibt, weil wir jetzt gesehen haben, fand schon in Leipzig angefangen, dann auch jetzt gegen die Bayern mit seinem Tor, dass er in so einen Rhythmus reinkommt, dem es ihm gestattet, eben Selbstvertrauen aufzubauen. Das hat er dann gemerkt mit seinen Länderspieleinsätzen und seinen Toren in beiden Spielen, hat er da viel Selbstvertrauen getankt. Und alles andere ist das, was ich schon immer gesagt habe, er muss einfach irgendwie fit bleiben und im Rhythmus reinzukommen, weil er ein Talent ist, der einfach diesen stetigen Rhythmus braucht. Noch Personalfragen. Zum einen Matze Bader und Clemens Riedel, da haben wir beide länger pausiert, Matze Bader nicht ganz so lang. Wie weit sind die mittlerweile, sind die eine Option für den Kader? Sie stellen eine Option dar, definitiv. Und was bei Matze Bader war es einfach so, dass es relativ zügig ging. Ein gutes Heilfleisch. Das ging relativ zügig. Wir müssen trotzdem immer so ein bisschen abwägen. Fakt ist, sie werden nicht bei 100% sein, aber was sie machen müssen, ist, selbst wenn sie bei 70 oder 80% sind, versuchen 100% zu geben. Aber sie stellen eine Option dar und haben ja jetzt die Varianten erweitert. Und dementsprechend sind wir glücklich, dass es so gelaufen ist, auch beim Clemens. Nach dieser schweren Verletzung mit der OP, mit noch
im Körper befindlichen Schrauben, die da noch drin sind, dass er sich dort wirklich auch gut mit zurechtkommt und einen guten Eindruck auch hinterlassen hat. Im internen Testspiel hat man gemerkt noch so ein bisschen, braucht noch ein bisschen dieses Gefühl für Situation, aber die Trainingswoche jetzt war auch da wirklich ein weiterer Schritt nach vorne. Fabian Nürnberger kommt irgendwie nicht auf die Beine, oder? Das ist mit dem, ist noch immer der Sprunggelenk, tippe ich mal. Ja. Und wie sieht das da aus? Was macht ihr da? Wie ist die Prognose oder die Hoffnung? Das ist wirklich sehr, sehr bitter, wie sich das gestaltet, wie es hinzieht. Sind alle dort involviert, die eben als Ärzte sich dort präsentieren, unsere Mannschaftsärzte, externe Ärzte, die mit involviert worden sind. Bei ihm ist halt ein stetiges Auf und Ab. Es gibt diesen Moment, wo du das Gefühl hattest, okay, jetzt ist er über den Berg und dann kommt trotzdem noch mal was. Da muss ich sagen, habe ich jetzt geht im Prinzip Hoffnung, dass irgendwann dieser Kick kommt, dass er über diesen Berg hinwegkommt. Aber es gestaltet sich schon sehr langfristig jetzt und auch zäh und für ihn natürlich auch zermürbend, für uns alle, aber für ihn halt auch, weil du nie so richtig weißt, was ist jetzt tatsächlich der Fakt, ja, was ist es. Und jetzt gab es aber auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es einen Fabian Nürnberger, der wieder eher lächelnd durch die Kabine gegangen ist, wo du gemerkt hast, okay, jetzt kommt er wieder. Aber wir haben das schon so oft gehabt. Ich hoffe, dass man ihm hilft und dafür sind alle bereit, da wirklich ihn zum Spielen zu bringen und vor allen Dingen erstmal zum Trainieren zu bringen, dauerhaft. Aber schwierige Situation. Sven Litzenberg nochmal. Wir haben es ja gehört und wir wissen es ja alles, das letzte Viertel jetzt der Saison ungefähr, roundabout, das ist also sozusagen die Zielgeraden eines Marathon. Ja, und da wird vielleicht auch das Alter der Spieler vielleicht ein bisschen wichtiger. Ich habe mal nachgeschaut, Bochum ist mit Schnitt 29 die älteste Mannschaft der Liga. Kann das sein, dass das am Ende eine Rolle spielt oder sogar eine Überlegung mit einfließt? Ja, grundsätzlich haben wir ja die Bochumer jetzt in den letzten zwei Jahren immer auch diesen ersten Bundesliga-Abschiedskampf bestritten. Also wir haben dort natürlich auch eine gewisse Erfahrung drin. Es ist, glaube ich, eine Mischung. Ja, also wir werden alles brauchen. Du brauchst die Erfahrung für so einen Spieltag. Du brauchst aber auch jugendliche Frische, die vielleicht nicht ganz so mit der Engstirnigkeit in so ein Spiel reingehen. Fakt ist, der Vorteil jetzt für die Bochumer ist eher der, dass sie halt schon auch in diesen letzten beiden Spielzeiten einfach sich auch immer in diesen Gefilden bewegt haben und es immer geschafft haben, eben dort rauszukommen. Lisa Bolz fürs Darmstädter Echo. Hallo, dankeschön. Thorsten, inwieweit schätzt du denn das Spiel am Sonntag als richtungsweisend oder als wegweisend schon ein? Und wer glaubst du, welche Mannschaft hat mehr zu verlieren? Für wen steht mehr auf dem Spiel? Also grundsätzlich ist es ja so, dass uns gar nichts mehr zugetraut wird, dass wir auch in Statistiken nicht mehr auffindbar sind, dass die Relegation sich nur noch um zwei Mannschaften dreht. Also das haben wir alles registriert. Wir werden sehen, was tatsächlich rauskommt. Es gibt immer noch die Situation, dass wir dort mitspielen dürfen. Normalerweise bist du schon längst weg, aber das ist eben Teil dieser Bundesliga-Geschichte in diesem Jahr. Ob das jetzt richtungsweisend sein wird, das Spiel bei diesen ausstehenden Spielen, auch da tue ich mir immer schwer mit, da jetzt eine klare Antwort zu geben. Es ist ein Startspiel in diese, wie sagen wir neudeutsch, in diese Crunch-Time. Und die wollen wir halt so gut wie möglich bestreiten und streben eben den Sieg an. Und dazu brauchen wir eine Top-Leistung, wie immer. Und wir brauchen viel Leidenschaft und auch taktisches Verständnis in diesem Tag oder an diesem Tag. Stefan, nochmal. Kannst du noch mal ein bisschen was zum Gegner Bochum sagen? Hast du ja schon gesagt, sie haben es in den letzten zwei Jahren geschafft, sich in der Liga zu halten, was man ihnen auch nicht zugetraut hatte. Was zeichnet die Mannschaft aus? Was zeichnet Bochum aus?
Was zeichnet Bochum aus? Es ist, natürlich haben sie jetzt auch erstmal die Phase jetzt der Niederlagen, die sie wegstecken müssen. Es zeichnet sich schon auch aus, dass sie eine gewisse Heimstärke haben mit ihrem Publikum zusammen. Das muss man schon auch mit einholen, wenn man über Bochum spricht. Sehr mannorientierte Mannschaft, viel im 1 gegen 1. Wo sie den Gegner versuchen, eben halt auch dementsprechend zu stressen. Haben trotzdem eine Variabilität drin, dass neben dem Mix von langgeschlagenen Bällen trotzdem halt auch dann in gewissen Phasen und in letztendlich halt auch in gewissen Spielfeldsituationen dann auch fußballerische Lösungen dann auch gesucht werden. Also wir haben einen guten, variablen Mix drin, haben Schlüsselspieler mit Stöger, Asano, aber vor allen Dingen auch Riemann, ganz wichtige Personalie. Und das sind eben halt und Lucia, also diese Achse, die Bochum eben so, die Bochum aufweist. Aber mannorientiert, viel Intensität, viel Zweikampfsituationen, die hergestellt werden, eben durch diese Mannorientierung auf dem Platz. Gibt's noch weitere Fragen? Ich sehe keine mehr, dann wünsche ich euch und allen schon mal schöne Feiertage und allen Lilienfans, die die Reise nach Bochum mit antreten, eine gute Hinfahrt und ich glaube an dieser Stelle auch schon mal großen Respekt dafür, dass 1600 Leute das Osterfest mit den Lilien in Bochum verbringen wollen. Danke. Das war's mit dem Neuesten von den Lilien, präsentiert von Krombacher.